Hallo und willkommen zur neuen Folge Fragen und Antworten hier bei Vierauge Films. Wer sich fragt, neue Folge, wo sind die alten Folgen? Ganz einfach, es gibt keine alten Folgen. Das hier ist die erste Folge. Bei Fragen und Antworten möchte ich demnächst Folgendes tun. Ich möchte all die Fragen, die sich so anhäufen, hier bei YouTube oder bei Facebook oder sonst im echten Leben, beantworten. In dieser ersten Folge machen wir ein kleines Special. Erstens, weil noch nicht so viele Fragen da sind und zweitens, weil sich die Gelegenheit ergeben hat. Dazu hat mir eine Studentin ein paar wirklich spannende Fragen über Großväterland gestellt, die möchte ich jetzt gerne hier beantworten. Was ist Großväterland? Ganz einfach, Großväterland ist eine Crowdfunding-finanzierte Graphic Novel, in der wir noch einige der letzten lebenden deutschen Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs zu Wort kommen lassen. Dazu haben wir sehr beeindruckende Interviews mit diesen Menschen geführt, das hat genau genommen der Christian gemacht. Und aus diesen Interviews haben wir dann Comic-Geschichten gemacht. Damit diese Comic-Geschichten aber in den richtigen historischen Kontext gestellt werden, haben wir eben nicht nur diese Comics gemacht, sondern Christian hat dazu einige sehr großartige Sachtexte erstellt, die den aktuellen wissenschaftlichen Standards entsprechen. Großväterland erscheint jetzt im September bei Panini und im Selbstverlag die Crowdfunding-Ausgabe. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer unter dem Video. Frage Nummer 1. Wie ist die Idee für Großväterland entstanden? Gleich die erste Frage ist eine sehr gute Frage, weil es die Gretchenfrage des Kreativen ist. Wie entstehen eigentlich Ideen? Das lässt sich so einfach nicht beantworten. Ideen entstehen meistens aus einer Abfolge von Gesprächen, Eindrücken, Gedanken und so weiter und so fort. Und dann entsteht die Idee einfach so. Also es ist wie eine chemische Reaktion, würde ich sagen. Wenn ich wollte, könnte ich so weit zurückgehen und sagen, ich habe mal irgendwann den Comic, da war mal was von Flix gelesen und dann hatte ich irgendwann den Gedanken, das sollte man auch mit Zeitzeugengeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg tun. Dann hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter über die Geschichte meiner Großväter und dann habe ich darüber einen Blogartikel geschrieben und so weiter und so fort. Und dann ist irgendwann der Gedanke entstanden zu sagen, wir machen einen Comic daraus. Dann war Großväterland auch schon geboren. Zweite Frage. Was ist das Besondere an dem Projekt und wie erklärt sich der Erfolg des Crowdfundings? Als die Idee dann tatsächlich da war und wir gesagt haben, wir machen das ganze Ding, war uns ziemlich bald klar, auch aus den Reaktionen, die wir so im Social Media gekriegt haben, dass das Interesse an Geschichten deutscher Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg immens ist. Nicht nur hier in Deutschland, sondern vor allem auch in Übersee. Und ich glaube, daraus lässt sich auch so ein bisschen der Erfolg der Crowdfunding-Kampagne erklären, weil die Leute einfach total neugierig sind auf diese Geschichte. Genau das, was wir eben auch waren. Wir waren auch sehr neugierig auf die Geschichten deutscher Zeitzeugen. Und das Besondere an dem Projekt ist eigentlich, dass es in dieser Form so etwas eben einfach noch nicht gegeben hat. Es gibt ganz viele Zeitzeugenberichte natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg, auch deutsche Zeitzeugenberichte in Buchform. Jeder hat genug Fernsehdokumentationen darüber gesehen, im ZDF oder sonst wo. Aber es gibt eben keine wirkliche Graphic Novel mit Zeitzeugenberichten deutscher Zeitzeugen. Es gibt einige sehr gute Graphic Novels aus amerikanischer Sicht, es gibt sehr, sehr gute Graphic Novels über den Ersten Weltkrieg aus französischer Sicht und so weiter und so fort, aber über deutsche Zeitzeugen gab es das noch nicht und das hat eben den Grund, dass die deutsche Rolle im Zweiten Weltkrieg eben so eine, naja, nennen wir es mal ganz besondere war und man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie man das erzählt und ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Die dritte Frage lässt sich ganz schnell beantworten. Warum die Darstellungsform Graphic Novel? Ganz einfach, ich kann keine andere. Natürlich hätten wir noch ein Buch schreiben können, aber das wäre ein Buch von vielen gewesen. Film stand nicht zur Debatte und gar nichts. Graphic Novel, ich hatte Bock, einen Comic darüber zu machen, haben wir einen Comic gemacht. Das war sehr naheliegend. Frage Nummer 4. Was kann eine Graphic Novel bzw. ein Comic, was eine andere Darstellungsform nicht kann? Lassen wir mal den Film außen vor, der wahrscheinlich von allen die stärkste Darstellungsform davon wäre. Vergleichen wir das Ganze mit einem Buch. Im Buch haben wir die reinen Texte und eben das, was erzählt wird. Und wir haben in Großväterland versucht, eben was eine Graphic Novel ganz besonders gut kann, eine zweite Ebene reinzukriegen über das Bild. Das heißt, wir haben einmal die geschriebenen Texte, die zu einem großen Teil tatsächlich dem Wortlaut entsprechen, dessen, was in den Interviews gesagt wurde. Und dazu haben wir eben noch die Bilder, die das Ganze darstellen. Das ergibt sehr oft sehr spannende Scheren zwischen, ich sage mal, sehr einfachen Texten oder sehr sachlichen oder nüchternen Texten und brutalen Bildern. Also nicht zu brutalen Bildern. Wir haben gleich von Anfang an gesagt, wir wollen nicht zu brutal werden. Aber schon, wo man denkt, naja, das, was da gesagt wird und das, was da gezeigt wird, das passt nicht zusammen. Und dadurch
bekam das Ganze vor allem für mich als Illustrator eine sehr, sehr interessante und bedrückende Ebene, weil dadurch der Krieg als solches, als Ereignis so nüchtern wurde. So, das hat das Große verloren. Das war einfach so der Alltag der Menschen früher. Das wurde mir dadurch ganz besonders bewusst. Das war zwar jetzt nicht Teil der Frage, aber naja, das war mir wichtig, das mal zu sagen. Frage Nummer 5 kann ich schlecht beantworten. Gibt es einen grundsätzlichen Trend zur alternativen Darstellungsform im Journalismus? Naja, Journalist bin ich jetzt nicht wirklich, auch wenn ich blogge und vlogge und so weiter und so fort. Und ob es da einen Trend gibt, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Tut mir leid. Frage Nummer 6. Wie schätzen Sie die Zukunft der Graphic Novel als Verpackung für journalistische Inhalte ein? So ein bisschen ähnlich wie die andere Frage. Ich bin jetzt nicht so nah am Journalismus dran. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Darstellungsform der Graphic Novel oder besser gesagt des Comics sehr gut geeignet ist, um komplexe Zusammenhänge sehr schnell zu transportieren, sehr schnell darzustellen. Viel, viel schneller als Texte das können und ohne, dass man jetzt den Fernseher einschalten muss oder die Videos. Das heißt, man kann es trotzdem ins gedruckte Medium bringen. Das heißt, es wäre eine Chance eventuell für den Journalismus oder für Printmedien, mit einer alternativen Darstellungsform ein anderes Publikum zu erreichen oder das Publikum, das man schon hat, wieder zu erreichen. Die letzte Frage hier in diesem Fragenkatalog: Haben Sie weitere Projekte in Planung? Ja, ich habe weitere Projekte in Planung, aber erstmal keine Comic-Projekte. Neben Großväterland habe ich immer noch ein zweites Crowdfunding-Projekt, das ich zu Ende bringen muss, das ist One. Infos dazu auch unter diesem Video. Wenn die beiden Projekte abgeschlossen sind, habe ich erstmal kein weiteres echtes Projekt. One wird weiterlaufen als Angebot. Alles andere wird sich ergeben. Mal schauen, erstmal abwarten, wie Großväterland überhaupt so angenommen wird und so weiter. Und dann ergeben sich manchmal Dinge. Zurück zur Frage 1, nämlich, wie entstehen Ideen? Einfach, indem man den Prozess laufen lässt und irgendwann kommen die Ideen zu einem und wer weiß, was noch so kommt. Wenn du, lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerin, auch Fragen zu Großväterland hast oder grundsätzlich zu meinem kreativen Schaffen, zu dem, was ich so tue, zu Illustration, zu Comics, zum Leben als Kreativunternehmer, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die hier in die Kommentare reinschreibst oder mir eine E-Mail schreibst oder mich irgendwo anquatscht, wenn du mich triffst und so weiter. Und dann beantworte ich die sehr gerne, natürlich entweder direkt oder eben in einem der nächsten Frage- und Antworten-Videos. Bis dahin entstehen natürlich hier noch viele, viele weitere Videos rund um das kreative Leben, rund um Illustrationen, um Comics und so weiter und so fort. Wenn du keins dieser Videos verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, diesen Kanal hier zu abonnieren. Wie das geht, das wirst du wissen. Einfach auf den roten Knopf drücken, auf dem Abonnieren steht. Da steht eine kleine Zahl daneben, das sind die bisherigen Abonnenten. Vielleicht möchtest du diese Zahl um einen Punkt erhöhen. Das wäre total super. Bis dahin, viel Freude, habt eine gute Zeit und tschüss.